Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem neuen Video. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was mache ich hier in der Hafen City draußen? Was mache ich ohne Helm, ohne Schutzkleidung? Heute gibt's den hier. Und der gehört zu Knossis Roller. Denn diesen haben wir gerade fertiggestellt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, bei David ist das ganze Video online, wie wir den zusammengebaut haben. Und heute wird er erst euch gezeigt und dann Knossi übergeben. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, das Geilste ist sowieso dann Knossis Reaktion, wenn er ihn sieht. Deswegen machen wir das bei uns ein bisschen leichter und wir zeigen euch mal den Roller. Wobei, wir haben ja Liam am Start, oder? Liam, hast du Bock auf einen geilen Bike-Porn? Einen geilen Roller-Porn? Ja. Machen wir in 3, 2, 1, let's go. X on a Guinea do ya, and on a Guinea do ya. X, X, X to the limit, and a X, X, X on a Guinea, and a X on a Guinea. And alle Haters, was labert ihr? Bam! 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 Also, wenn das nicht absolut geil ist, weiß ich auch nicht. Es sind super viele Details dran. Wir haben die Stage 6 Carbon-Spiegel, wir haben geile neue Griffe, wir haben natürlich von Motocrump ein richtig geiles goldenes Design, wir haben neue Reifen, die Felgen haben wir Gold machen lassen von der Pulverbeschichtung Hamburg. Vielen Dank für alle, die an diesem Projekt beteiligt sind. Wir haben natürlich die Teile hier wie Auspuff, an der anderen Seite nochmal hier Federbein und so weiter. Sieht alles wunderschön aus und nicht zu vergessen ist natürlich der Sitz, ne? Der hier bestickt ist und in so einer Glitzeroptik. Kann man das sehen, wenn ich den so ein bisschen bewege? Ja, so ein bisschen. In der Sonne? Krass. Es sieht schon wunderschön aus. Vom lieben Alex hier hat er gemacht. Und was ich noch vergessen habe, was wir noch ranschrauben müssen, sind natürlich die Bleche, die auch gepulvert sind. Das heißt, die beiden kommen noch hier hin, um das Ganze dann zu perfektionieren. Das heißt, wir bauen das jetzt noch dran. Wir haben es schon spät. Es geht gleich los. Wir fahren 600 oder 700 Kilometer Richtung Königreich Knossalla. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn wir bei Knossi angekommen sind. Ich bin mega, mega gespannt auf seine Reaktion. Ich hoffe, er freut sich. Aber es ist natürlich auch echt ein geiles Teil. Und wenn es am Ende nur in seinem Garten oder in seinem Wohnzimmer steht oder so, ist es einfach ein geiles Teil. Viele Emotionen. Speedfight ist er ja selber gefahren. Deswegen, ich will nicht viel reden. Ich bin aufgeregt. Ihr seid es auch. Wir gehen losfahren mit dem Roller zu Knossi. Und endlich sind wir bei Knossi angekommen. Wir haben eine lange Fahrt hinter uns. Das Wetter ist super geil geworden. Und hier steht das schöne Teil. Ihr habt es ja eben schon im Porn gesehen. Aber der liebe Knossi hat es noch nicht gesehen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal rein, sagen Hallo. Und ich bin mega gespannt auf seine Reaktion. So, David ist jetzt mittlerweile auch angekommen. Ne? Unabhängig von uns. Wir sind nur zu zweit hergekommen. Du warst schon hier in der Gegend. Und jetzt gehen wir rein zu Knossi. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aha. Knossi! Aha. Da ist er! Der König! Seid ihr da? Moin, mein Lieber. Ey, schön, dich zu sehen. Ich freue mich, ey. Ich hoffe, du bist aufgeregt. Wie lange läuft die Sache schon mit dem Roller? Heute ist endlich der Tag, ja? Also schon so drei Tage haben wir, glaube ich, dran gearbeitet jetzt, oder? Vor drei Tagen haben mit wir den Fahrzeit abgeholt. Vier. Ja, stimmt, vier Tage. Ja. Ey, ich bin mega aufgeregt, ey. Roller ist für mich Nostalgie-Mutter. Ja. Ich bin als Junge schon Roller gefahren, ihr wisst es. Ja. Peugeot Speedfight. Das ist Geschichte der Motorroller. Das ist der Roller gewesen früher. Und das ihr habt einen, gell? Und wir haben einen. Ich habe ja, hab ja die Videos gesehen, ey. Ja, Sportauspuff, ja. So viel weißt du. Mehr weißt du noch nicht. Na? Letztendlich das Design, aufkommen. Keine Ahnung. Ey, vielleicht, habe ich gerade schon gesagt. Habt ihr selber gemacht? Ja, wir haben es zusammen entwickelt und haben so gesagt, so, das könnte hier dem guten Knossi gefallen, das könnte dem Knossi gefallen. Aber ob es dir gefällt, das wissen wir halt nicht. Ich habe gerade schon gesagt, vielleicht sagst du auch so, ja, cool. Also wissen wir ja nicht. Keine Ahnung, kann ja alles passieren. Ne? Aber wir haben alles gegeben, 100%. Wirklich, wir haben hat der Sound? Der hat Sound. Der schreit. Der hat Sound. Zweitakt. Der hat Gebläse. Geil. Ist er frisiert? Richtig. Darf ich nicht sagen, ist natürlich alles legal. Ja. Ist alles legal. Alles legal. Alles legal, ne? Sehr gut, ey. Ja, okay, dann würde ich sagen. Ja, ich sag mal. Ja, schnappen wir nicht lang rum, sondern gucken uns das Ding an. Du stehst, davor. Du stehst hier. Und wir gehen hinten. Baby. Genau. Okay. Der erste Königsroller. Okay. Okay, bist du bereit? Ich bin ready. Ich bin wach.
Ey, lass das schnell machen, oder? Do it! Aber dann ja. reißen wir den um. Okay, dann mach langsam, okay. mach langsam. Okay. 3, 2, 1. Wow! Oh mein Gott, seid ihr noch ganz sauber? Guck dir das an, ihr grad. Oh mein Gott, ey, ihr sagt, ey, Alter, das ist ja unforschbar. Gefällt dir das? So ganz sauber, also ich schwör's euch, ohne Scheiß. Also, dass der so wird, habe ich nicht erwartet. Das ist ja ein Teil. Volles Programm. Beschrägte Sitzbank. Oh mein Gott. Mit deinem Logo. Polierung komplett hier mit Knossi-Logo. Das kann ich sein. Von den Jungs hier von Modocrumb Design, die haben auch mitgemacht. Ey, ihr habt alle Erwartungen übertroffen. Ich habe ja die Videos vorher gesehen. Ah, das gibt's doch nicht. Klar. Mutter, goldene Felgen. Guck dir das an. Mit den Handgranaten drin hier. Oh mein Gott. Es ist wirklich, es ist Hammer. Ihr habt euch selbst übertroffen. Oder? Wie sieht das aus? Ich würde sagen, steht dir. Was, Soundtest? Warte mal, es muss auch ein Special Moment sein. Ja, okay. Ich muss erstmal eine Story machen. Das ist nicht normal. Ey, es ist nicht normal. Was ist das für ein Auspuff? Das ist mit Carbon alles wirklich das Beste vom Besten. Stage 6 Replika. Ey, das ist der ey, ohne Scheiß, Leute. Ey, guck mal, ey, meine Mutter auch, die denkt auch, das ist ja abnormal, wie viel Mühe ihr euch gemacht habt. Bevor wir starten... Du fährst damit einkaufen, oder? Bevor wir starten... Kannst du sogar. Pass auf, wir müssen auch hier... Es ist brutal, ne? Wir haben noch hier... Wir haben noch Geschenke dabei. Jetzt guck mal an. Aber du brauchst mir doch nicht selber eine Flasche Allgemeingetränk. Das, pass auf. Er bringt mir eine Flasche Allgemeingetränk. Warte, das ist aber von der ersten Lieferung damals. Das Projekt ist ja schon so lang. Ey, das ist ich hoffe, die ist noch gut, Alter. Das ist von der allerersten Lieferung. Die erste Tranche, ja. Und die steht seitdem bei uns zu Hause und ich habe das noch nie probiert. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Schluck davon nehmen. Oder? Ja. Noch nie Alge getrunken. Der müsste normalerweise kalt sein. Weiß nicht, aber gibt es Corona-Probleme, wenn wir jetzt so on-cam, Nein. Wir haben vorhin noch schon geküsst. Alge. Oh, ey, das hat mir auch ganz... Ey, das finde ich auch... Das ist geil. Guck dir das an. Ja, das ist unglaublich. Das drauf gehört dazu. Unfassbar. Schmeckt hammergeil. Oder? Voll ist nice. Die mette Zitrone für den Sommer. Einfach ideal. Ne? Super nice. Auf. Ich trinke ja nur Wasser. Ach, aber danke. Kind. Mutter hier. Buh. Also, meine Mutter trinkt einmal in der Woche, macht die eine Flasche weg. Echt? So, was jetzt haben wir noch für dich dabei? Noch königliches Outfit. Baby. In passender Farbe. Sünde-Hoodie. Ich ist das von dir oder was? Als unsere Kollektion, ja. Mega Qualität. Mit noch einer Schlange drauf gestickt. Warum eine Schlange? Das Schlange ist das Logo. Schlange ist die Sünde. Die Sünde. Das ist die Sünde. Ja. Geil. Und das gleiche nochmal als Hoodie, als Sweater, meine ich. Ey, ihr seid. Ey, vielen lieben Dank, ohne Scheiß. Eine einzige Sache kommt noch, denn du kannst ja nicht so mit der Krone fahren, ne? Das hast du einen Helm? Ja, klar. Mutter, die haben auch noch einen Helm. Nimm mal die Kleider. Alter! Ey, ich muss eine Story machen von dem Roller. Ja, ihr klar, seid öffentlich nochmal. Hier, also, Knossi. Guck mal. Mit Krone, die da. Guck mal, warte, hier, die andere Seite. Warte, pass auf. Guck mal, mit goldener Schrift, hier Broken Head, weil du bist doch so ein bescheuerter Typ. Du hast doch eigentlich einen zerbrochenen Kopf, ne? Dann passt das doch. Aber hoffentlich ist der XL, du siehst das schon. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus gerade? Geht? Gut. 10 von 10. Warte. Ja, frischer Typ. Da komme ich nicht rein. Das ist M-Größe M. Da gehst du rein. Passt wie eine 1. Guck mal, der Ding. Ja, gut. Gut. Aber mal anlassen. Na klar. Ja? Schaffst du es mit Schlappen den anzutreten? Hier muss der Schlüssel. Ach, wir brauchen den Schlüssel. Kein Schlüssel. Achso. Hier. Kein E-Start? Ja, das ist noch klassisch. Das ist doch für Männer. Ich kann das. Ich muss ihn doch anmachen. Ja. Ich muss anmachen. Jetzt bin ich gespannt. Ein bisschen Zwischengas hier. Mal gucken, wie viele Versuche du brauchst. Ich bin dran. Oh! Ja, ein Kinder! Baby! Krass, gell? Genau so! Ey, es ist halt Zweitakter! Es ist ultimativ! Kannst du die Tür aufmachen? Ja. Das war eine Runde drin. Krass, gell? Komm her, komm. Ja, die bringt dich gleich! Vollgas! Der Tag ist endlich gekommen, wir haben so lange gewartet. Es hat so lange gedauert. Ist geil?
wie der glänzt, der blendet. Der läuft doch mega, direkt angegangen. Es ist ultimativ. Wie der glänzt, Alter. Vorne standen schon so ein paar Zuschauer aus dem Dorf, ey, mit ihren Rollern, haben so geguckt, haben gesagt, geil. Wie sah das aus auf der Fahrt? Hammer. Geil. Als du von hinten gekommen bist, das ganze Ding hat geleuchtet. Ey, das ganze Ding hat geleuchtet. Hammer, oder? Da bist du blind. Und es überall Knossi-Logo. Guck mal hier, auch Alter, vorne, Alge. Ey, ist das normal, gell? Das Ding ist nicht normal, gell? Hättest du das mal gedacht? Ich schwör's euch, ich hätte ja nie gedacht, dass das so wird, ne? Also ihr habt in den Videos nicht so viel verraten, aber dass das Ding so aussieht. Guck dir das Ding an. Guck dir das hier an. Also da muss man noch mal ein kleines Dankeschön auch sagen. Das hier hat der Alex gemacht, von weitgehend gar Handarbeit. Die Sitzbank, geil, das ist Handarbeit. Alles Handarbeit mit Gold, Glitzer, guck dir das überall mal an, das ist hier aufgestickt oder aufgenäht oder was? Ja, ja. Das ist genau. Komplett. Zack, so mit der Maschine, zack. Also ich hab mir jetzt leid gelernt, da durch den Staub zu fahren. Ah. Guck, jetzt aber musste sein. Kann ich den ganz normal abspritzen oder was? Ja, klar. Das ist zu krass. Freust du dich, ja? Ey, ultra. Schön. Ich werde. Und weißt du, bei mir, ich bin ja auch der Typ, der genau mit so Dingern auch fahren kann. Andere würden sagen, ist too much. Das ist genau das. Ja, jetzt kannst du ja nirgends hinfahren. Die machen sich Sorgen, dass ich den Roller nicht ankriege. Ich bin unfähig, ein Roller per Kickstart hat. Aber neue Batterie rein, geht der dann? Eh? Ja. Mach ich. Ja. Der stand halt jetzt lange rum, ne? Früher, ich weiß noch. So einfach da gesessen am Spielplatz, die Weiber alle geglotzt. Auch so, aber mit dem Helm, ne? Helm so halb drauf. Ich bin Helm so gefahren. 15 Euro Strafe. Ja, damit die Kippe auch drin. Es gibt, glaube ich, einen oder anderen. Und dann gibt Mutter immer Helm wieder auf halb zwölf. Weißt du das noch? Immer Kippe so drin, so gefahren. So bin ich gefahren früher. Viele Strafzettel. Sind da echt Zuschauer da vorne mit Rollern, weil ihr hier seid. Mich kennen die alle hier, aber wegen euch, weil das sind alles Motorradfans und sowas. Richtig. Das war meine Ehre. Alter, das ist zu krass. Also das ist ohne Scheiß. Ich habe ja schon viel so, sagen wir mal, Geschenke bekommen, aber das übertrifft echt einiges. Ey. Geil. Ich freue mich, dass wirklich du so feierst. Dass ihr habt keine Ahnung, wie ich es wirklich feiere. Die wissen es gar nicht. Ihr wisst gar nicht, was das bedeutet. Und hier hinten ist normalerweise, warte mal, wenn du das Helmfach aufmachst, ich zeige dir auch was. Das weiß ich noch. Jetzt kommt hier Tuning-Tipps oder was? Tuning-Tipps bei Knossi, ja? Hier hinten hast dann immer, konntest du auch so einen Stecker umstecken. Wenn das auf Mofa gedrosselt war, konntest du hinten, hier hinten war die Mofa drosseln und du hast einfach umstecken können. War auch gut. Sehr geil. An der Stelle dürfen wir natürlich nicht mehr verraten. Ja, illegale Tuning-Tipps könnt ihr dann bei Knossi natürlich auf dem Kanal entnehmen in Zukunft, wenn er dann hier mit dem Roller durch die Gegend fährt. Ich will noch mal sagen, ohne alles, was ich hier erzähle, ich war jung, Jugendsünden, es war halt so. Man hat halt am Roller rumgeschraubt. So war es halt bei mir, ne? Wie oft war ich unten, zack, Distanzring raus. Ja. Wer das noch kennt, du kennst doch unten, hier unten auf. In der Variomatik. Variomatik, Distanzring. Auf, Distanzring raus und dann hast du auch noch mal ein bisschen Geschwindigkeit. So war man halt, ne? Aber mach das nicht zu Hause. Ich glaube, das Problem ist, du bist genau bei der Community, die genau das versteht, ne? Die Jungs und Mädels wissen Bescheid. Das macht doch jeder. Die Mutter muss das jetzt noch sein. Wieso? Ich hab's auch gemacht. Gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wäre ein Däumchen wie mein Träumchen. Und sonst schaut bei Instagram vorbei. Da machen wir noch ein paar geile Pics damit. Und ja, sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Peace. Und haut rein, ihr Nandranten.